Gut. Servus bei Ankra TV. Ich habe heute in Günter Brandl da für ein Interview. Hallo. Ihr seht, der Günter schaut ein bisschen verunstaltet aus. Wir sind nämlich gerade am Set von Backwood Camp Massacre von Simon Spachmann. Darum haben wir da im Hintergrund auch ein bisschen einen Zugang und ein bisschen Nebengeräusche. Aber wir nehmen uns trotzdem kurz Zeit für ein Interview. Günter, stell dir mal kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Also ich bin der Günter Brandl von Brandl Pictures. Wir haben mittlerweile, also ich und zusammen mit meinen beiden Geschwistern, haben mittlerweile seit 25 Jahren Independent-Filme gemacht. Man darf es auch gerne immer noch Amateurfilme nennen, das habe ich kein Problem damit. Es wird halt nun mal kein Geld damit verdient und es ist ein reines Hobby, nach wie vor. Wir haben jetzt mittlerweile, wenn man die bereits angefangenen Filme mitzählt, sind wir jetzt bei 75 Filmen. Auf 25 Jahre eben, wie gesagt. Und es ist mittlerweile ungebrochen, unsere Begeisterung eigentlich für dieses Hobby, und hoffen wir mal, dass es auch lange Zeit noch so bleiben wird. Wie bist du zum Filmemachen gekommen, oder wie ist die Begeisterung gekommen? Ja, also grundsätzlich Filmfan war ich irgendwie schon seit der Kindheit, für alle möglichen Arten von Filmen. Und dann war es halt so, dass wir in der Kindheit schon immer Filme nachgespielt haben oder selber auch erfunden und gespielt haben. Und als dann irgendwann halt mal die ersten Camcorder für den Hausgebrauch finanzierbar waren, dann haben wir halt uns einen zugelegt, haben dann 3 Tage, nachdem wir die erste Kamera hatten, den ersten Film gedreht. Ja, entsprechend schlecht war auch das Ergebnis, aber es war halt immer schon bei uns so nach dem Motto Learning by Doing. Das hat sich bisher bewährt und ja, werden wir auch weiterhin so machen. Jetzt, nicht jeder von unseren Zuschauern kennt eure Filme. Was für eine Art Filme macht ihr? Ja, also es sind wirklich klassische Independent-Filme, Amateurfilme. Also wir haben bewusst nie versucht, jetzt irgendwie etwas professioneller zu machen, als wir es eigentlich selber machen wollen würden. Also wir machen das zum Spaß, wie wir das gerne machen, wie es halt noch Spaß macht, weil man kein Geld damit verdient. Das heißt, wenn es dann keinen Spaß mehr macht, dann ist es eigentlich auch sinnfrei, wenn man kein Geld damit verdient. Und wir machen halt sehr viele verschiedene Filme. Also wir sind nicht wie viele andere Independent-Filme beschränkt auf Horrorfilme, sondern eben auch querbeet eigentlich alles, was es gibt, oder fast alles, was es gibt. Also wir haben neben Horrorfilme Dramen, Thriller, Actionfilme schon gedreht, Fantasy, Science Fiction, schon Western. Wir haben wirklich vieles durchgebracht bis jetzt. Was für Filme schaust du selber privat gerne? Privat schaue ich eigentlich auch sehr viel Verschiedenes. Also so ziemlich all das, was ich jetzt aufgezählt habe, was wir gemacht haben, schaue ich auch privat gerne. Gut, privat ist es schon so, dass ich in erster Linie Horrorfan schon immer war, bin es immer noch, wenn auch nicht mit großem Abstand zu anderen Genres und halt nicht unbedingt Splatter-Fan, aber Horror hat es mir nach wie vor noch angetan. Also. Hast du irgendwie Vorbilder oder Leute, wo du sagst, die inspirieren oder die gefallen mir gut? Also es gibt schon immer wieder bei jedem verschiedenen Filme irgendwelche Vorbilder, die einen zu dem Film inspiriert haben oder verschiedene Szenen inspiriert haben, aber so direkt einen bestimmten Regisseur, wo ich sagen würde, der wäre jetzt quasi ein Vorbild für unsere eigenen Filme, würde ich jetzt eigentlich keinen rausnehmen wollen. Wenn ihr jetzt, oder wenn du dran gehst, einen neuen Film zu produzieren, wie läuft das Ganze ab von der Idee bis hin zu den Schauspielern, zur Umsetzung und bis er dann wirklich bis in der Hand hast auf der Blu-ray? Das ist auch unterschiedlich. Es gibt manche Filme, die, da ist die Idee und kurz darauf wird er schon in Angriff genommen. Manche Filme, die sind oft jahrelang in der Schublade und wird vielleicht auch noch gar nicht gedreht, kommt auch vor. Aber meistens ist es halt so, man sieht irgendeinen Film und entweder denkt man sich, man möchte sowas Ähnliches in der Richtung selber machen auch, oder man kommt auf irgendeinem Aspekt aus einem anderen Film darauf, etwas komplett anderes daraus zu machen aus dieser Idee. Früher war es halt so, zu den Anfangszeiten, da hat man ja wirklich teilweise die Ideen mehr oder weniger kopiert oder schlecht kopiert. Heutzutage versucht man halt dann doch so viel wie möglich dran zu ändern, um eben, sagen wir jetzt mal, ein eigenständiges Werk zu erschaffen. Woher nehmt ihr die Schauspieler? Die Schauspieler sind teilweise noch aus unserem Bekanntenkreis, also so aus den Anfangszeiten, aus dem Freundeskreis sind noch ein paar übrig geblieben, wenn es auch nicht mehr viele sind. Dann sind es auch sehr viele Filmfans einfach, die halt irgendwie in Zeiten von Internet halt leichter dieses gemeinsame Interesse fürs Filme machen oder für Filme an sich eben entdecken kann, die dann sagen, ja, ich möchte gerne mal mitspielen, da sind auch schon viele dazugekommen. Ab und zu auch mal Profischauspieler, wenn auch eher selten. Kommt aber trotzdem immer von Zeit zu Zeit mal. Und deine Geschwister, oder? Die sowieso. Also die Familie spielt nach wie vor noch mit. Also auch sogar unsere Eltern kommen immer mal wieder in kleine Rollen noch vor. Selbst das ist immer noch. Aber hauptsächlich halt natürlich ich, mein Bruder, meine Schwester. Also wir sind da halt wirklich voll involviert in alles, was den Film betrifft. Also
wir drei machen eigentlich alles an dem Film normalerweise. Außer der Musik, aber ansonsten eigentlich so ziemlich alles. Wie lang ist bei euch so die Drehzeit für einen Film und kann man jetzt sagen, so das Budget für einen Film, kann man jetzt so in etwa sagen? Ich meine, es wird variieren wahrscheinlich. Es variiert definitiv. Also die Herstellungszeit hängt natürlich davon ab, wie viele Filme wir gerade gleichzeitig drehen. Wir drehen ja eigentlich nie nur einen Film gleichzeitig. Wir haben zu unserer Höchstzeit mal 10 Filme gleichzeitig gedreht. Entsprechend, bis die natürlich alle abgeschlossen sind, das dauert natürlich dann. Da kann es dann natürlich schon auch mal ein paar Jahre dauern. So die durchschnittliche Herstellungszeit von einem Film, sagen wir jetzt mal, wird mittlerweile bei 2 Jahren liegen. Früher, zu den Anfangszeiten, da haben wir in einem Jahr auch mal 10 Filme fertiggebracht, aber entsprechend war das halt noch andere Zeiten, andere Qualität auch natürlich. Und bei euch steht hier im Trailer No Willkommen in der Welt des No-Budget-Films. Ich meine, es sind eher Low-Budget, kann man es so irgendwo... Ja, ich habe immer mal die Definition gehört, dass es bis 20.000 Euro Budget No-Budget ist. Also okay, wenn man die Definition nimmt, waren wir definitiv immer No-Budget. Sogar bei 2 Filmen, die wir mal hatten, wo wir einen Sponsor hatten, die gingen mal in einen 5-stelligen Bereich. Allerdings ist das die absolute Ausnahme gewesen. Also normalerweise kann man sagen, variiert das von, sagen wir, unspektakulären Filmen, wenn man jetzt ein Drama oder ein Thriller oder sowas hat, vielleicht mal von ein paar 100 Euro bis hin zu auch mal 5.000 Euro für einen Film, der ein bisschen aufwendiger ist. Also sagen wir, das durchschnittliche Budget wird wahrscheinlich so bei 2.000, 3.000 Euro liegen mittlerweile. Wie macht ihr eure Effekte? Arbeitet ihr viel mit CGI, handgemacht? Teils, teils. Also ich bin schon auch ein Verfechter von eher handgemachten Effekten. Also wo es geht, immer gerne handgemacht. Zugegebenermaßen ist das nicht meine Kernkompetenz. Also es ist nicht unbedingt die handgemachten Effekte etwas, was ich wirklich behaupten würde, ich kann das gut. Also wir haben da ab und zu mal Hilfe und leihen uns auch Props und sowas aus dann. CGI-Effekte natürlich sind mittlerweile auch teilweise unvermeidbar. Die macht dann mein Bruder, weil der ist da definitiv einiges fitter als ich. Und ja, sogar da kann man mittlerweile schon einiges rausholen. Also hat sich in den letzten Jahren ja doch einiges weiterentwickelt. Einige von euren Filmen sind ja doch, sagen wir mal, von der Thematik her schon ein bisschen kontrovers. Also wir haben viele Nacktszenen drin, teilweise auch fast pornografische Szenen, kombiniert mit Horror, mit Splatter-Effekten. Da gibt es natürlich auch dann das Thema Jugendschutz, Zensur, Beschlagnahme. Wie stehst du zu dem ganzen Thema? Ja, also ich hatte ja mit dem Thema mehr zu tun früher, als ich noch selber einen Online-DVD-Handel hatte und bin da auch durchaus mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten, also wodurch ich natürlich nie ein Befürworter von sowas wie Beschlagnahmen war. Jugendschutz, klar, ist natürlich ein Thema, das man schon auch ernst nehmen muss, klar, aber das Thema ab dem Moment, wo es dann um Indizierungen und Beschlagnahmen ging, was sogar mittlerweile in Deutschland auch wesentlich zurückgegangen ist, ist natürlich auch war ich immer ein Verfechter, der damit der Meinung war, das geht in die falsche Richtung. Gibt es für die Grenzen in Filmen, wo du sagst, okay, das würde ich jetzt nicht abdrehen, das möchte ich nicht zeigen? Vielleicht auch 2 Schlagworte, Tiersnaff, Gewalt gegen Kinder. Das sowieso, das sind ja die Standardsachen, die normalerweise eigentlich, sagen wir, die meisten nicht befürworten würden. Wenn ich sonst so sehe, Sachen, die ich in Filmen nie, was ich grundsätzlich einfach nie mag, sind übermäßig kitschige Sachen. Und ja, sowas wie zum Beispiel Fäkalhumor. Ist überhaupt nicht meins. Sieht man in so den Parodien zum Beispiel auch, wird sich dort nirgendwo finden. Das sind mal so 2 Beispiele. Gut, neue Projekte. Was habt ihr zurzeit so in Arbeit? Ich nehme an, ihr habt was in Arbeit. Wir haben mittlerweile 6 verschiedene Filme noch in Arbeit. Ein 7. wird nächste Woche angefangen, oder quasi übernächste Woche eigentlich. Also wir haben momentan noch unseren Gangsterfilm Farewell to a Dynasty. Wir haben noch unseren Science-Fiction-Western, West Beyond Horizon. Dann war, muss ich selber immer schauen, dass ich alle zusammenkriege da noch. Unsere Alkoholiker-Satire, My Last Date with John Barleycorn. Dann, was war noch? Unsere Horror-Version vom Rotkäppchen. Unser Remake eines unserer eigenen Filme, der Vampir-Film, Vampir-Werwolf-Zombie-Film Tanz der Toten, den wir schon vor genau 20 Jahren schon gedreht hatten. Und der Mystery-Grusel-Film Memoria, der eigentlich auch schon seit 3 Jahren mittlerweile in der Mache ist und der nächste Film sein sollte, der fertig wird. Hinzu kommt jetzt dann demnächst, fangen wir in Venedig mit dem Dreh an für quasi den 3. Part der Trilogie, wenn man so will, die wir mit Unholy Ground und The Children of Golgotha begonnen haben, also wieder ein Okkult-Horrorstreifen, damit das quasi mal alle guten Dinge sind 3.
Also für alle Brandl Pictures-Fans, so wie ich es bin, ich bin ein bekennender Brandl Pictures-Fan. Und das sage ich nicht nur so, sondern das bin ich wirklich. Wir werden weiterhin mit guten Stoff versorgt werden in Zukunft. Günther, hast du noch ein paar Filmempfehlungen? Weil gerade du bist ja auch schon lange, sage ich mal, so im Amateur-Underground-Bereich unterwegs. Hast du Filmempfehlungen, wo du glaubst, das haben die Leute vielleicht noch nicht so am Schirm, was echt so ein bisschen aus dem Nähkästchen heraus kommt? Also unseren eigenen oder allgemein? Wo du sagst, die würdest du die Leute empfehlen? Da müsste ich erst überlegen. Bei den eigenen ist es natürlich leichter, klar, da kann man immer ein paar rauspicken. Also das sind natürlich die ungewöhnlicheren Sachen schon. Sowas wie eben Talk to Me with Darling, den du ja schon mal besprochen hast, wo man sagen kann, das ist etwas, was in der Form vielleicht echt noch nicht so oft zu sehen war dann. Oder eben auch Sonata del Corvo, der ja, hast du auch schon dran gehabt, die ganze Empfehlung hast du eh schon ausgesprochen. Deeper Mind, der natürlich immer einer von unseren originelleren Filmen ist und dadurch man sehen sollte, wenn man welche von unseren Filmen anschaut. Und vielleicht noch unser erster Western, und sie kehrten niemals wieder, weil überhaupt mal ein Western made in Bayern, der aber keine bayerische Parodie auf den Western ist, sondern ein ernsthafter Western, das glaube ich ist ohnehin selten bis gar nicht. Und meine Brandl-Empfehlungen, Children of Golgotha und Unholy Ground. Genau, den kann man sowieso jeden Horrorfilm, jeden Horrorfan auf jeden Fall ans Herz legen. Günther, wir kommen schon langsam zum Ende. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten da draußen sagen willst? Oh, ich glaube, mittlerweile haben wir alles gesagt. Oder du hast auch schon sehr viel gesagt über uns. Also. Günther, dann bedanke ich mich für deine Zeit, für das Interview. Ja, ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Pfiat euch. Tschüss. Servus.